Ja, so, also, wir stehen hier vom Aldonale-Container auf dem Spritzenplatz und wollen mal ein bisschen was erfahren über den Tanzboden zu Aldonale. Das startet ja alles nächsten Freitag. Und mit wem haben wir was zu tun? Du bist die Organisatorin. Ivona Zenge-Liberec Wie? heiße ich. Zenge-Liberec. Ivona Zenge-Liberec. Ah ja, okay, das ist ein bisschen schwierig, ja. Ja, ist ein bisschen groß. Und genau, ich betreue die Tanzboden. Bühne, Ja. der findet sich am Alma-Wartenberg-Platz, Sonst war das immer große 100 Bergstraße. Meter Ja. entfernt von hier. Ja. Sonst war das immer am großen Bergstraße. Ja, und dieses Mal hier ist ein bisschen kleiner, aber glaube ich attraktiver. Und schattiger. Da schwitzt man nicht so, gerät man nicht so. Es ist schön schattiger, das ist wahr. Wir haben schöne Bäume rundherum und wir haben ein Dach, was ist ganz neu Ein für. Dach. Ein Dach, also früher Tanzboden waren nie überdacht und dieses Mal wird es überdacht. Falls wie Mit schlecht es. Zelt? Mit Zelt oder? Nee, mit einem Profidach. Tatsächlich. Tatsächlich, ja. Ein Wow. Profi-Bühne mit Profidach, genau. Okay. Und es gibt das Programm. Wo können wir das Programm sehen? Wie ist das auch für Altonale? Und habt ihr eine eigene Website? Nee. Ich habe keine eigene Website, allerdings der Tanzboden-Programm ist in Form von Flyers schon ganz doll Ist verbreitet. schon hier verbreitet. Kann man auch hier in Infopunkt Ja. das erhalten? Okay. Nee, super. Ist ja zu, ne? Ist jetzt im Wir Moment stehen hier zu. morgens In um 6 vor 15 diesem Minuten Info. hat auf und sonst gibt es noch einen Falteplan für alle Bühnen von Straßenfest. Und sonst auf Internetseite kann man Facebook, Altonale. Ah. Da kann man auch das Okay. nochmal sehen. Ja. Natürlich Altonale Internetseite. Unten Tanzborden gibt es auch Programm und alle Punkte vom Okay. Programm sind beschrieben. Super. Und hast du ein Highlight? Als Organisatorin ist es natürlich schwierig, aber ich habe ein Highlight. Du hast eben schon angedeutet mit dieser kubanischen Tanzgeschichte. Wann findet das statt und was geht es da nochmal? Okay, also kubanische Geschichte findet statt am Samstag um 16 Uhr statt. Okay. Oh gut. Ja. Warte, 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 dass Nee, ich nicht jetzt nicht um sage, was 16 er. Uhr. Nicht um 16 Uhr, 17:30 Uhr. Ich brauche ein Programm, du Ja, musst das sehen. okay, man kann ja so, sich so Am lange betrinken bis Samstag, zum 16. Samstag um 17:30 Uhr. Ja. Das geht ungefähr für eine Stunde. Und die Geschichte, die Idee ist, dass werden sehen oder die Zuschauer können sehen, die Geschichte von kubanischen Tänzern von Anfang bis Ende. Ja. Das ist die Idee. Mal gucken, was wird. Die kubanische Geschichte Die kubanische die Geschichte. wird getanzt. Geschichte von kubanischen Tänzern. Da sind sehr beeinflusst sind von afrikanischen Tänzern, spanischen Tänzern, kubanischen Tänzern. Also es ist viel, viel los drin, außer Salsa und kubanische Tänzer. Und das ist wahrscheinlich etwas neu für die Zuschauer. Das ist Okay. nicht nur Salsa in kubanischer Tanzwelt, sondern ganz, ganz viel, viel mehr. Das kann man Okay. da sehen. Und das sind Sonst, was ist noch ein großes Highlight, ist die indische Tanze. Und indische das ist Tanz. am Sonntag um 16 Uhr, von 16 bis 18 Uhr. Wir haben 2 Stunden indische Tanze vorgetreten vor 4 klassischen Gruppen, unterschiedliche indische Tänze. Und Bollywood auch ist dabei. Bollywood auch. Auch dabei. Das ist super. Kannst du noch kurz sagen, kommen der Saal, also die kubanischen Tänzer, kommen die hier aus Hamburg oder sind die hier in Altona und auch die indischen Leute oder wo kommen die her? Sind das Gruppen oder einzelne Das sind Leute? meistens Schulen. Schulen? Ja, das ist meistens Tanzschulen, Schulen, okay. Tanzschulen. Und die kommen aus Altona oder Altmodell, also von hier. Die kubanischen Tänzer selber kommen aus Kuba, aber die Oh. haben eine Schule hier, sind in einer Schule in El Schewere hier in Eimsbüttel. Ah, okay. Und ja, zur Nachbarschaft, die haben sie hier eingeladen zu Altona und genau, die werden hier unterrichtet. Das sind wunderschöne Tänzer aus wunderschönen kubanischen Gruppen, so wie, was weiß ich nicht, ne? Aber die sind wirklich sehr, sehr berühmt und sehr gut. Ja, okay. Und sag mal, hattest du das gesagt, dass hier in Altona-Ottensen sehr viele Tanzschulen gibt? Kann Ich man ja. sagen, es gibt die meisten Tanzschulen in Hamburg sind hier angesiedelt? Wahrscheinlich, oder? Kann sein. Also auf jeden Fall, man findet hier zu jedem Stil, Tanzstil eine Schule, mindestens eine Schule. Also ich glaube, das ist schon viel, oder? Ja, das ist sehr viel. Das stimmt. Das ist ein bisschen blöd mit diesen ganzen Motoren. Das finde ich natürlich scheiße, dass sie hier alle arbeiten müssen. Ich Ja, plädiere also ja für ein die autofreies Ottensen, aber so weit sind wir noch nicht.
So, und jetzt das andere Highlight hast du. Kannst du dich noch mal vorstellen? Ja. Das dritte Highlight. Oder mein Highlight. Oder sagen wir mal mein Highlight. Okay, meins auch natürlich. Also ich bin Suse Tietjen, ich bin Tanzpädagogin und... Ja, ja, wir stehen nicht ganz in der Sonne, so. Müssen wir dein Gesicht auch besser sehen? So. Ja, super. Also ich bin Tanzpädagogin und Choreografin. Ja. Und ich arbeite an der Erika Klitz Schule. Das ist eine Ausbildungsschule für Tanzpädagogik. Die wird auch vertreten sein, weil der Altonale mehrere Auftritte haben. Wo ist die? Die ist hier in Bahrenfeld, also relativ nah dran an Ottensen, in der Daimlerstraße, im alten Gastwerk. Alles klar. Genau. So. Ja, und wir werden nicht nur feste Tänze zeigen von den Ausbildungsschülern, sondern auch ein Projekt veranstalten, das zum Mitmachen ist für jedermann. Also da kann wirklich ganz Altona, ganz Hamburg kommen. Das ist das Entscheidende. Alle Gäste sind dazu eingeladen, am Freitag, diesen Freitag, das ist der 15. um 16 Uhr. Oh, ja. So früh schon. Genau, und dann ist das vor dem Altonaer Museum am Platz der Republik. Also das ist nicht auf dem Tanzboden hier? Nein, weil der Tanzboden steht noch nicht da. Oh. Genau. Es ist gerade aufgebaut in dem Moment. Und das ist ja auch der Clou der Sache. Wir werden nämlich dort um 16 Uhr anfangen, einen Tanz einzustudieren, wo jeder mitmachen kann. Und der wird dann aufgeführt am Samstag wiederum. Und das findet dann auf dem Tanzboden statt. Ach so. Ach, man muss das erst üben. Genau, genau. Muss man nicht, aber man darf. Man darf. Ja, okay. Man kommt ja mit diesen ganzen Veranstaltungen so ein bisschen durcheinander, weil das ist natürlich sehr gepackt. Wenn man jetzt Freitag 16 Uhr irgendwie Altona was anderes machen möchte, ne, dann? Genau. Aber es ist nicht so viel los am Freitag um 16 Uhr. Wahrscheinlich. Nee, es ist nicht so viel okay, los. Da kann man sich. Ich glaube, wirklich so gut in Zeit. Und das ist neben dem Musikpavillon. Die Bühne, glaube ich, heißt Musikpavillon. Das ist Platz der Republik. Von der Platz der Republik. Von der Musikpavillon. Genau. Ach so. Genau. Ach so. Und das ist vor dem Altonaer Museum. Ja. Von dem Platz. Okay, so da ist ein Platz. Ja. Das ist eine grüne, schöne Wiese, also ganz schöner Platz. Okay. Und da findet das statt, weil die Bühne ist schon da aufgebaut an den Tag. Und da können die Musik schöne Musik spielen. Also ganz schön. Machst du da auch, tanzt du auch mit? Wahrscheinlich, ja, ne? Ja. Ja, natürlich. Siehst du. Okay, und das ist Community Dance. Und das muss man so üben. Ich dachte, das macht man spontan oder so. Nee, man übt das auch. Es wäre also ein bisschen nötig, das zu üben. Ich habe eine kleine Choreografie vorbereitet. Das heißt aber nicht, dass wir Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 nee, machen so ist müssen, das nicht. Nee. Sondern es geht darum, so ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln und zu verstehen, was wir aussagen wollen. Und dann ist es sehr frei. Aber da leite ich dann sozusagen alle Teilnehmer durch, sodass wir eine Dramaturgie auch entwickeln, die dann für die Bühne zeigbar ist, innerhalb von 2 Stunden. Also es geht mehr darum, sich kennenzulernen und gemeinsam so ein Gefühl für einen Tanz zu bekommen. Okay. Aber es wird nicht schwer. Das wird nicht schwer. Können auch Kinder mitmachen? Ja. Und auch von klein bis groß wollen wir gerne dabei haben. Wir würden uns sehr freuen. Okay. Die Idee ist eigentlich, dass wir wollen Tanz als universale Sprache vorstellen. Genau. So wie, wer hat das gesagt? Fred Astaire. Fred Astaire hat gesagt, dass Singing in Tanz the rain. Ist Esperanto, aber mit ganzem Körper. Ja, okay, daran erinnere ich mich an die Aussage. Okay, und was wollen wir aussagen? Du sagst es eben, was wollen wir denn aussagen mit dem Tanz? Wollen wir das aussagen? Ja. Habt ihr das schon klar? Die Altonale, die läuft ja so ein bisschen unter dem Titel der Tanzboden. Ja, der Tanzboden, der schöne neue Anfang. Oh. Also 2012 soll Ende des Welt sein. Wir haben das umgekehrt und gesagt, okay, dann machen wir davon neue Anfang. Genau. Sehr gut. Das ist der Titel von Tanzboden. Okay, das finde ich, das ist doch mal kreativ, das ist nach vorne gerichtet, das ist hoffnungsvoll, das ist doch mal was. Genau. So soll das sein. Das ist kreativ. Unter diesem Motto genau auch läuft dieser Community Dance. Genau. Okay, das drücke ich auch gerne mit aus. Community Dance, wir haben ja eben kurz noch schon drüber gesprochen, und zwar diesen Royson Muldoon, der das entwickelt. Das heißt, bist du da ausgebildet in diesem Tanz? Kennst du ihn? Hast du mit ihm mal gearbeitet, weil der ja auch in Hamburg gearbeitet hat zumindest? Also ich kenne ihn persönlich nicht. Ich kenne ihn natürlich, weil er ein berühmter Mann ist und für Tanzpädagogen ist er auch einfach ein Guru. Tatsächlich? Kann man das sagen? Ja, also man muss halt gucken, wo man sich spezialisiert. Ich bin ausgebildet als Tanzpädagogin und das ist definitiv eine meiner großen Leidenschaften. Also Projekte und Tanz für alle möglich zu machen. Und hast du auch viel gelernt von Muldoon? Ja, von definitiv. Also der hat natürlich auch die Weltaussagen, wie jeder kann tanzen. Das ist ja sein Statement schlechthin. Ja.
ja, und die Filme, die er gemacht hat, die Dokumentationen, die sind so die sehr hießen, inspirierend. Die hießen nochmal? Rhythm Is It. Ja. Und dann hatte er ganz viel auf Kampnagel-Projekte, ja, im Schauspielhaus. Genau. Can Do, Can Dance zum Beispiel. Wo er mit, ja, zum Teil mit besonderen Gesellschaftsgruppen gearbeitet hat. Also entweder mit, genau, Jugendlichen oder mit Arbeitslosen oder mit Senioren. Und es geht darum, diese Gruppe von Menschen auch für die Bühne zum Tanz zu bewegen, sozusagen. Genau, das, und ich glaube, toll, auch die Herausfindung war, dass die Leute durch den Tanz lösen irgendwelche Blockaden, ja, auf, genau, ne, die normales Leben, also so Alltag, die blockieren von zum Beispiel Arbeit zu bekommen und so weiter und so weiter. Und durch den Tanz, ne, die haben diese Blockaden aufgelöst. Okay, das verstehe ich. Das war, glaube ich, auch in seinem Film, genau, kam das sehr deutlich, mit den afrikanischen Jungs, so, wo es dann darum ging, kommen die jetzt pünktlich zum Unterricht oder so, ne? Genau. Und er ihnen das überlassen hat, um irgendwie genau diese Blockaden, eben diese Widerstände, denke ich, eher Widerstände, als ist das fast dasselbe, ja, das ein bisschen aufzulösen. Das finde ich interessant. Also praktisch erleben wir das jetzt, inspiriert von dem Muldoon, genau, setzt du das hier um für uns? Auf der Altonale oder ihr beide? In Kurzversion. In Kurzversion. Aber dass wir das mal kennen, ich würde das gerne auch mal kennenlernen. Ja. Was ist das überhaupt? Wie fühlt sich das an? Und vielleicht auch das weiterführen, wenn, ja, das, wenn das toll ist. Und da könnt ihr auch, kann man euch ansprechen und fragen, Mensch, ich will das jetzt weitermachen. Da habt ihr dann auch Tipps, oder? Genau. Wir sind doch überzeugt, ne? Ja, genau. Und Tanz, Tanz ist die Sprache des Welt. Ja, oder Musik, finde ich. Aber ja, das gehört ja auch zusammen. Ja, das geht zusammen. Ne? Also, das ist eine körperliche Antwort zu Musik. Ne? Ja, man spricht immer. Der Körper spricht immer. Ob du nur was sagst oder nicht. Genau, man kann nicht kommunizieren. Genau, in kann Bewegung. Man nicht, kann man nicht, sich nicht bewegen. Das geht nur um schöne Bewegung. Ne? Also, man kann sich schön bewegen, bewusst bewegen. Das macht das schön. Bewusst bewegen. Bewusst bewegen. Weil schön ist ja jetzt wieder so, das könnte ja jetzt wieder einige blockieren. Meinst du? Ja. Nee, also es geht um Bewegung und um... Ja, schon, das kann ich mir vorstellen. Ja, okay, dann ne, schön nichts. Schön machen die Profis, schön machen wir Profis. Schön, genau. Bewegt, dann genau, also fällt man schon auf. Genau, okay, also sehr gut. Yes, danke. Schön machen die Profis, ne? Wir machen, super, wir machen auf, wir drücken uns aus, ne? Genau. Und das ist ja nicht immer schön. Einfach sagen, was wir sagen wollen mit dem Körper. Super, okay, dann vielen Dank und viel Spaß und wir sehen, danke, uns auf der Altonale. Super. Alles klar. Bis dann. Tschüss.